Total AP gegen... gegen irgendwas anderes. Ah, ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Going. Ja, wir haben eine Diamant-Cassio. Dann sind zwei jedenfalls. Naja, wenigstens kauft sie schon mal eine Träne. Ah, er hat einen Muramana Ezreal. Ja, lass dich mal weniger poken, ihr Deppen. Und hier ist Diamant! Halo Boosting for the win, ohne Mist. Da lassen sie sich poken, man wird bad. Fuck you. Wie er greedy wird! Wie er greedy wird, man! Sagt der Ezreal, der nur poken kann, Alter. Mehr hat er noch nicht gebracht, der Typ. Außer im Gras stehen seine Kuh, feuern auf eine Cassio und alle, die nicht dodgen können, mehr kann er nicht. Er steht unten. Ah, er ist Level 4, hat seinen Stun geskillt, oder? War klar. Oh, mehr kann er doch nicht. EQW und das war's. Er macht nicht mal Auto-Hits. Mehr kann er echt nicht, Alter. Der jumpt draußen. Cool. Oh, Junge. Der Warwick ab sein Weh, ey. Naja. Tja, immerhin gefallen kannst du, Alter, hör mit dem Elo-Boosting auf. Du hast keinen Skill, Junge. Wir hatten die schon auf Cassio gespielt. Nullmal, na gut. Trotzdem ist sie dumm.
Das wäre schon. Können die mal irgendwas treffen? Bottrcash. Naja, ob das noch was wird. Ich hab ja. Wow, da ist meine Kuh nicht mal dahergegangen. Ich habe ja so stark das Gefühl, das wird nichts mehr. Obwohl, die Cutter kauft sie gute Items. Ist okay. Die kann, denke ich mal, gut was reißen. Nein, der Scheiße. Nein, meine Kuh ist nicht mehr rausgegangen. Fuck you, bitches. So, Ionic Boots und machen wir uns doch gleich mal ein Abyss Scepter. Kann ja nicht schaden, ne? Vor allem bei Cutter. Dass sie so ein bisschen Magieres weniger bekommen. Ja, nehmen wir mal ein paar Healpots mit. Kann ja nicht schaden. Ah, der ist halt lucky überlebt. Hätte wäre meine Kuh rausgekommen, dann wäre auch tot gewesen. 2-1-2, naja. So der Overking. Was? Karma kauft sich so ein Shirt? Shirt of Tries. Und die ist ready. Das ist natürlich doof, man kann sich ja mit niemandem unterhalten, wann Go gemacht wird und so weiter. Das ist natürlich immer der Nachteil bei total Randoms, ne? Die Cutter-Vision, ich sehe es. Nice. Karma ist nicht übel. Karma ist wirklich gut, muss ich sagen. Aber die spielt Support A. Support Armor. Support Karma. Tanke. Nice. Ich denke weiterhin. Jetzt hat keine Lust mehr zu tanken. Wow. Wow. Shit! Ja, jetzt hätte ich meine Kuh gebraucht. Der will eben mich ultieren, das war so klar. Das ist die Ash. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Casio? Okay, das ist ein. Was ist denn das für ein War? Ne, ist ja gar nicht der Slower. Hab mich schon gewundert, warum kann der slowen? Wow, wie krass sie überlebt haben. Nur durch Barry haben sie so krass überlebt. Und jetzt hat Cutter wohl alles noch fertig gemacht.
Ah ja, guten Wave Clay hier. Karma. Und schon wieder nicht gedodged. Und schon wieder nicht gedodged. Ich mag den Ezreal nicht. Kann man vielleicht ein bisschen sehen, ne? Dass ich ihn nicht mag. Oh fuck, hier ist noch ein Warwick, guys. Kann man gar nicht mehr hin. Alter Schwede. Top. Ja, schade. Guck mal, wen will er ultien? Na, gar keinen. Na. Wow. Was war das denn? Das ist aber ein doofer Ads. Aber eine gute Cutter, die ab den W. Nicht so wie ich in den E. Ob der Jump so gut war? I don't know. Ich soll bald mal ihre Träne voll haben. Wie Spells sie die spammen kann. Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben ja gar keine Magieresistenz, die Typen. Du haust nicht ab, Freundchen. Ace. Alter, wie schnell ich habe! Holy shit! Na gut, ich hab eigentlich den Plan gehabt, mich executen zu lassen. Nicht executen, sondern töten zu lassen. Aber der ist ja dann nicht super toll aufgegangen. Schade eigentlich. Und warum man sich immer als Weigern vor den Kelch kauft, das weiß ich auch nicht. Die Logik ist mir leider. Die bleibt mir leider verwehrt. Oh, Scheiße. Enemy double kill.
genau jetzt spawnen mit das Healing, Alter, so lame. Ich hab die nicht getroffen, auf die ich gezielt habe. Ey, ist das dumm und ist tot. Irgendwie hat die. So bad. Das kann man nicht schlecht machen. Okay, dann werden wir den Indie wohl fallen lassen müssen. Oh, Ulti-Stufe 3 ist natürlich noch geiler. Bis 18 dürfen wir also nicht fighten. Ah, die Katha macht gut Damage, ey. Nice, nice, nice. Ball mich! Der Ezreal lebt schon wieder. Stimmt, ich hatte auch noch ein Dings. Die Sword, die Sword. Lol, sehr bad. Ich hatte noch einen Sonjas. Haha, sehr schön, Cutter. 20 Gold. Coming! Nein, nicht die Katha! Nice, nice.
Alter. Okay, die ist auch tot. Gibt's höchstens einen Void Stuff, der nützlich wäre. Ansonsten aber auch gar nichts anderes. Naja. Okay, kein Schaden, der Junge. 50. Höchstens. Ja, die haben uns ein Indie kaputt gemacht. Scheiße. Man, League of Tanks, das ist so dämlich. Ich hab gar nichts gemacht. Ich wollte auch Minions haben. Ey, der geht AD, wa? AD-Tank ist so lame auf Warwick. Ist extrem stark. Theoretisch müsste ich jetzt ballen, aber Cassio ist tot. Wow, Diamant hat unser Spiel gekostet. Sieht man aber wieder. Elo-Boosting ist nicht so toll, wenn man nichts kann. Stimmt ja, da war ja noch was. Schade, aber war ein geiles Spiel. Cassio hat auch nicht so viel gespielt gegen Ende, aber die hat sich halt am Anfang ziemlich bursten lassen. Die hat das First Blood gegeben, die hat sich einige andere Kills. Die hat denen einige andere Kills gegeben und so weiter, aber der Warwick ist einfach nur krass tanky. Dagegen könnte selbst ein übel fuck krass AD-Carry nichts tun, den wir wieder nicht haben und den die Feinde natürlich wieder zu zweit haben. Aber ein schönes Game. Na, verloren, aber ist ja egal. War trotzdem nicht schlecht. Yes, yes, I think I've got it.